Einen wunderschönen guten Tag, Apple-Freunde. Es geht heute um das MacBook Air 2020er-Version sowie die 2019er-Version, denn beide sind ähnlich im Design, was das Kühlsystem angeht. Darüber reden wir heute. Ich habe von einer Zuschauerin, ihr habt richtig gehört, habe ich ein Video zugeschickt bekommen. Und das handelt eben vom MacBook Air, der hat das auseinandergenommen. Also kurz auf das Gerät selber eingegangen, 13 Zoll MacBook Air. Gibt es dann hier mit einem Zweikerner, dem Core i3 von Intel, Dual Core, ihr habt richtig gelesen, also ich habe so richtig gelesen, ich habe da ein bisschen gebraucht. Also wegen dem Preis, 1868, ich meine, wenn man bedenkt, das ist Redmi Book 13, das ist auch ein 13 Zöller, hier mit einem i7 daherkommt, der im gleichen Quartal auf den Markt kam. Gut, der ist ein 14 Nanometer, der i3, der ist ein 10 Nanometer, aber hey, ist dafür ein Quad Core. Mit 1,8er Basistakt und maximal 4,9 Turbotakt. Aber der Prozessor ist ja nur nicht... Ich meine, cool, man kann natürlich auch einfach mal noch 300 Euro mehr in die Hand nehmen. Also die Hälfte von dem, was das Redmi Book kostet. Und dafür dann den heiß begehrten Quad-Core bestellen. Also ein Vierkerner. Das habe ich gar nicht gesehen. SSD bietet auch nur halb so viel Kapazität. Na gut, gehen wir jetzt darauf mal nicht mehr ein. Aber na, ist schon nice, was man da so bekommt. Wie viel Geld man dafür ausgibt. Aber... Es wird ja immer mit den gleichen Argumenten beworben. Also einmal von Apple selber, ist ja klar. Also da steht ja irgendwie immer so ein Raum. Und natürlich von der Community. Es ist ja die Verarbeitung, die ja so fantastisch ist. Es ist die Auswahl der Materialien, wo Xiaomi, Redmi und Co. natürlich nicht mithalten können. Es ist die Zuverlässigkeit, die Langlebigkeit. Und naja, über Smartphones haben wir schon oft genug gesprochen. Ich denke mal, da ist meine Meinung bekannt. Und ich würde auch behaupten, mich mit der Technik inzwischen auch auszukennen. Bei Notebooks bin ich sehr auf eure Meinung gespannt. Vielleicht habt ihr da ein bisschen Erfahrungen mit Apple Notebooks. Ich habe jetzt auch ein bisschen recherchiert. Das Video hatte mich schon ein bisschen sehr überrascht. Die Zuschauerin hat mir hier einen Kanal, beziehungsweise ein Video von Kanal, und zwar Luis Rossmann, zugeschickt. Und der heißt Luis Opens New MacBook Air Immediately Loses Mind. Das war am 3.10.2019. Im Großen und Ganzen habe ich ja schon gelesen, dass in den 2090er und in der 2020er Version, jeweils als sich das Kühlsystem nicht geändert hat, ja, dann macht er das hier auf und seine Reaktion war echt zu geil. Let's take a look and find CPU V-Core. Wait a second. What, why is there a fan over here if there's a heatsink over there? Wait a second. What the fuck is this? Why is there a heatsink over here that doesn't go anywhere and then a fan over here? What? Also, um eins vorwegzunehmen, also wie gesagt, Notebooks, okay, ja, muss ich zugeben, ich habe jetzt keine Notebook-Werkstatt und mache jeden Tag Notebooks auf, um mir deine Meinung bilden zu können. Allerdings habe ich mich früher sehr, sehr oh, wirklich, was war denn das? Ach, egal. Ich habe mich sehr viel mit Kühltechnik beschäftigt, allerdings mit dem Computer. Ich habe neben mir einen Computer stehen, das seht ihr natürlich nicht, aber ich zeige drauf. Ich habe auch einen nicen Kühler drauf, ein ganz schöner Brummer, muss ich sagen. Mit dem auch sei, natürlich bin ich inzwischen das so ein bisschen raus. Ich hatte mir auch meinen Rechner zusammengebaut, eine Wasserkühlung. Also ich hatte früher natürlich sowieso immer einen Custom-Kühler drauf. Das heißt, ich habe nie den Box halt von Intel oder AMD genutzt. Viel zu laut, die Dinger. Und ich weiß, welche Materialien da gut sind. Mit Aluminium fängt es an. Das ist so sozusagen das günstigste. Danach kommt Kupfer, dann kommt Gold und Silber. Bei Gold und Silber muss man dazu sagen, ich weiß nicht, ob es heute überhaupt noch Gold und Silber gibt bei Kühler. Vermutlich nicht. Aber früher, als die Modding-Szene auch noch sehr stark war, hat man schon Silverado, einfach mal googeln, da ist die Bodenplatte und nichts aus Silber. War natürlich super teuer, also konnte man da mal über 100 Euro locker für einen Kühler ausgeben. Das war überhaupt gar kein Problem gewesen. Ein Kühler besteht im Großen und Ganzen aus zwei Elementen, nämlich aus dem Kühlkörper. Wie gesagt, der ist dann halt aus Aluminium oder aus Kupfer. Kupfer ist teurer. Und natürlich, zweites Element ist dann der Lüfter. Normalerweise ist der Lüfter auf den Kühlkörper geschraubt. Ja, zwischen Kühlkörper und dem Prozessor ist natürlich dann nochmal Wärmeleitpaste. Da auch wieder verschiedene Qualitätsstufen. Mich hier immer interessiert, was der Apple da drauf geschmiert hat. Es gab auch noch Wärmeleitpads, da war ich nie Fan von. Aus meiner Sicht hatten die immer den höchsten Wärmeleitwiderstand und Wärmeleitpaste fand ich immer besser. Wärmeleitpaste trocknet wiederum ein, aber ich will mich jetzt nicht verlieren in dem Thema. Man könnte sich verlieren in dem Thema, aber machen wir an der Stelle jetzt mal nicht. Ich weiß natürlich, das MacBook Air ist sehr flach, das heißt, hier fällt schon mal der Lüfter auf den Kühler natürlich flach. Gibt es aber auch Lösungen für, und zwar Heatpipes. Die Heatpipe ist meistens aus Kupfer. Und verbindet dann entweder die Lamellen des Kühlers miteinander zum Beispiel, um da den Wärmefluss nochmal zu optimieren. Oder aber man überbrückt damit gewisse Strecken, wenn die Wärme wohin geleitet werden muss, eben weil zum Beispiel kein Platz ist. Zum Beispiel in einer Höheneinheit, Server oder Computer oder halt bei Notebooks. Kann ich euch gleich nochmal zeigen. Beispiel für ein Heatpipe ist auf jeden Fall eigentlich der Standard, um die Wärme wegzuführen.
Und die Kühler selber sind natürlich auch kompliziert designt. Am Anfang gab es ganz normale Kühler, die waren einfach nur ein gefräster Block, da wurden ein paar Lamellen oder ein paar Fins sozusagen rausgefräst. Alles sehr grob, alles sehr einfach, alles sehr flach. Später wurden die Lamellen immer feiner, immer dünner, weil die goldene Regel ist, je mehr Lamellen, je mehr Fins so ein Kühler hat, umso höher ist die Fläche, die maximale Wärmeabgabefläche. Das ist extrem wichtig, weil die maximale Oberfläche eines Kühlers ist maßgeblich für die maximale Kühlleistung. Kann sich natürlich entsprechend dann auch mehr Staub drin verfangen, das hat alles Vor- und Nachteile, aber manchmal ist man halt darauf angewiesen, wenn man die Kühlleistung einfach braucht. Und dann kommt es auch mal drauf an, ist das Ganze aus einem Stück gefräst oder sind die Fins aufgelötet oder vielleicht sogar nur irgendwie gepresst, das ist natürlich am schlechtesten, weil ist auch noch der andere wichtige Punkt ist immer der Wärmeleitwiderstand. Ein Kühler sollte möglichst aus einem Stück sein und ja, da braucht man natürlich einen leistungsstarken Lüfter, da ist nochmal die goldene Regel Luftstrom. Ja, es ist klar, je höher der Luftstrom, natürlich ein bisschen besser die Kühlleistung. Dabei muss man natürlich auch den Luftstrom innerhalb des Gehäuses beachten. Das ist beim Notebook auch wichtig. An einer Ecke wird die kalte Luft angesaugt, dann geht die durch den Computer, nimmt dann durch die ganzen Kühlrippen die warme Luft dann auf. Es gibt einen Wärmetausch und führt die dann aus den Gehäusen natürlich wieder raus, wenn es keinen Wärmestau gibt. Ist ja klar. Es gibt natürlich noch viele passiv gekühlte Lösungen, aber damit der CPU nicht durchbrennt, taktet er sich natürlich irgendwann runter. Ist ja klar, das heißt, Leistungsspitzen können nicht lag abgedeckt werden. Ist auch ein Problem bei Smartphones beispielsweise, zumal wir beim Smartphones das Problem haben, dass die Wärme aus den Gehäusen nicht rausgeführt werden kann, weil es ja keine aktive Kühlung gibt. Man erwartet natürlich wiederum nicht die gleiche Leistung von einem Smartphone wie von einem Notebook. Da ist da noch nicht die Kühlung noch nicht so notwendig. Beim Notebook ist klar, da wollen wir Videobearbeitung machen und allein das zum Beispiel, gerade wenn man ein 4K-Video schneiden möchte, braucht man sehr viel Leistung. CPU läuft längere Zeit auf Volllast. Und wird natürlich immer heißer. Großes Problem ist dabei der Hitzestau, der sich entwickelt. Das Ding wird immer heißer. Die Hitze, die wird nicht schnell genug abgeleitet. Das hat verschiedene Ursachen natürlich. Und dann stirbt die CPU irgendwann, brennt halt durch. Um das zu verhindern, mittlerweile schalten sich die Rechner rechtzeitig aus oder die hängen sich auf. Oder es gibt eine Warnmeldung vom BIOS in Form von Piepsereien. Das kann man sich meistens auch einstellen, ab wann die Warnung ausgegeben werden soll. Oder der CPU wird halt runtergetaktet, was natürlich auch keine Dauerlösung ist, wenn die Kühlleistung an sich dauerhaft unzureichend ist. Zumal es meiner Erfahrung auch nach vorkommt, dass die CPU nach und nach stirbt. Also nicht auf einen Schlag, sondern der wird erstmal so ein bisschen beschädigt. Ich habe ja auch schon mal früher einen Teil vom Kern abgebrochen beim CPU und lief da trotzdem noch. Aber die werden natürlich dann heißer. Und da muss man noch eine bessere Kühllösung sozusagen verbauen, um dem wieder entgegenzusteuern. Und wie dem auch sei, das war jetzt ein bisschen Vorgeschichte. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig gerade. Nur langatmig. Der Punkt ist, als ich das gesehen habe, also ihr habt ja gerade gemerkt, wie der Typ reagiert hat. Und als ich das hier gesehen habe, war meine Reaktion ungefähr ähnlich. Ich dachte wirklich, okay, das ist jugendfrei, das Video. Ich möchte möglichst breite Zuschauerschaft ansprechen. Deshalb sage ich nicht, was ich gerade denke. Aber das ist auf jeden Fall, das habe ich noch nie gesehen, das ist ein Scherz. Da ist ja jeder 486er effektiver gekühlt. Ich habe das Ding, normalerweise müsste man jetzt hier mal mit dem Taschenmesser drüber gehen. Aber das sieht aus wie eloxiertes Aluminium. Schwarz eloxiertes Kühlkörper gab es früher Standard halt. Also das ist natürlich richtig billig. Kühlkörper ist ja klar. Ich erwarte hier natürlich feinstes Kupfer für eine möglichst hohe Wärmeleitfähigkeit. Und was hier deutlich fehlt, das ist die Heatpipe. Kurz gesagt eine Verbindung zwischen dem Kühler und den Lüfter. Das ist einfach total sinnlos. Der Lüfter übernimmt hier die Arbeit eines Gehäuselüfters. Und das aber in den Notebook. In den Computer verstehe ich das irgendwo noch. Aber in den Notebook. Und außerdem ist der total putzig. Was ist das? 40 mm? Der ist unglaublich klein. Das Problem bei kleinen Lüftern ist nicht, dass sie die Kühlleistung nicht bringen. Das ist kein Problem. Da muss man einfach einen reinballern, der entsprechende Leistung hat. Dann dreht das Teil, bis das Notebook abhebt. Und dann bringt er auch den Luftstrom. Nur, dass der Lüfter dann verdammt laut ist. Außerdem erzeugen die kleinen Lüfter, wenn sie es hochdrehen, hohe Frequenzen, die wesentlich unangenehmer sind, als wenn zum Beispiel 120er, also 120, 120 mm, wenn der das ist ungefähr so groß, wenn der hochdreht, das ist wesentlich angenehmer. Aber okay, gut, wegen dem Management hier. Aber da muss man sich ja was einfallen lassen. Letztendlich muss man sagen, ja, man gibt viel Geld für ein Notebook aus. Also möchte man irgendwo, dass die Akkulaufzeit irgendwo stimmt, die Performance stimmt und die Geräuschkulisse, das muss alles irgendwo ein bisschen ineinander greifen. Ich nenne es mal Flaschenhals. Flaschenhals, bei denen gerät hier definitiv, das ist die Kühlleistung, das ist ein Witz. Der Kühlkörper, das ist ja fast nichts. Das ist eine kleine geriffelte Platte. Das ist so unklar. Das ist jetzt ein Video von mir. Da habe ich ein altes Dell-Notebook auseinandergenommen. Und so könnt ihr euch das vorstellen. Hier ist der SoC. Da ist dann der Kühler. Ja, der ist auch klein. Also man sieht es vielleicht. Ich kann es nicht reinzoomen. Der SoC ist hier. Ja, hier verläuft er so lang. Ist wahrscheinlich aufgelötet, sehe ich nicht so genau. Und über die vier Schrauben und diese Spange hier ist dann ein Kühlkörper drauf. Das ist jetzt hier verkleidet, keine Ahnung, aber das wird hier komplett aus Kupfer sein. Und das ist die Heatpipe. Ist hier eine einfache Heatpipe, manchmal gibt es dann auch zwei zum Beispiel oder so. Und führt dann die Wärme hier rüber
Und hier sind dann Kühlrippen. Das sieht man jetzt so ein bisschen schlecht, aber hier sind auf jeden Fall Kühlrippen. Und der Lüfter bläst durch, die Kühlrippen luften nach draußen. Klar, man hat ein Problem mit den Staupen sowas. Das heißt, irgendwann setzt sich das Ganze zu. Dann kann das Teil sich ja immer noch untertakten. Na, der Punkt ist, dass so eine Kühlung 1 Milliarde Mal effektiver ist, als ein winziges Blech zu verbauen und dann irgendwo am Gehäuseende einen Lüfter reinzupropfen. Die hätte sich fast schenken können, aber keine Verbindung zwischen Lüfter und Kühlkörper halt herzustellen. Weil dieses kleine Riffelblech, was die hier drauf genietet haben, kann selbst nicht viel Wärme speichern. Das Ding ist sofort voll mit Hitze. Und da gibt es einen Wärmestau, was halt ganz normal ist. Also, ich komme darauf echt nicht klar. Das Teil ist verdammt teuer und dann verbauen die dann so eine Kühllösung. Wie gesagt, da ist ja ein 486er, ist ja besser gekühlt. Es gibt auch passive Lösungen, aber passive Lösungen, da braucht man wiederum sehr, 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 sehr große Wärmeabgabefläche. Das heißt, es muss ein sehr großer Kühler sein. Es gibt passiv gekühlte Grafikkarten, könnt ihr mal bei Google eingeben, da seht ihr, was für Monstren das sind. Oder man kommt halt damit klar, bezahlt ein wenig Geld für das Notebook. Der SoC bringt halt eh nicht viel Leistung. Und da kann man auch eine passive Lösung dann verbauen. Dann ist es halt okay. Aber bei Notebook für 1000 Euro erwarte ich, dass ich damit arbeiten kann. Und dann brauche ich natürlich dann für die Leistung passend auch eine entsprechende Kühllösung. Der hat einen 2020er, das ist jetzt MaxTech. Der hat sich ein bisschen darüber lustig gemacht. Der hat eine Art Wasserkühlung gebaut, indem er auf den Kühler hier direkt Wärmeleitpaste geschmiert hat. Und hat das dann einfach auf einen Kühlkörper gelegt, der dann wiederum mit einem Wärmetauscher verbunden ist. Und und da fließt dann halt Wasser durch den Kühlkörper in den Wärmetauscher. Ich denke mal, ihr wisst, wie eine Wasserkühlung funktioniert. Ich habe auch mal noch ein, zwei Berichte gelesen. Also ich habe zuerst das Video gesehen mit dieser Kühllösung und dachte mir, das kann nach Praxis nicht funktionieren. Und habe dann mal ein bisschen nachrecherchiert und sieh da, MacBook Air 2020, Nutzerberichten von Hitzeproblemen. Ach, wer hätte das gedacht? Kühlsysteme, das sind absolut kein Geheimnis. Ich habe mich früher, so vor 10, 15 Jahren, habe ich mich unglaublich viel mit den ganzen Kühlsystemen für den Computer habe ich mich beschäftigt. Ich hatte sogar ein Peltier-Element mal verbaut. Kennt ihr ein Peltier-Element? Das ist ganz flach, das macht man zwischen Kühler und Prozessor, da braucht man aber ein bisschen längere Klammer, ist auch egal. Wird auf einer Seite ganz heiß und auf der anderen Seite furchtbar kühl. Hatte ich auch mal verbaut gehabt, also ich habe mich immer so ein bisschen gebattelt, ja, es gab auch Communities, die halt gekühlt haben, aber okay, ich gehe zu sehr drauf ab. Wie dem auch sei, es ist alles kein Geheimnis. Das Problem ist, glaube ich, eher, dass Apple hier einfach mal total gespart hat an der Kühllösung. Also vor allem die sparen an den Kühler. Das Ding brennt durch, wenn der Kühler nicht stimmt. Das Ding brennt einfach mal durch. Wird es da CPU zu heiß, drosselt sie ihre Leistung, um Hitzeentwicklung zu reduzieren. Den Beobachtungen etlicher Besitzer zufolge geschieht das beim neuen MacBook Air 2020 ziemlich schnell. Ja, kein Wunder ohne Mist. Und natürlich Lüfter des MacBook Air läuft schnell hoch. Das ist ja klar, der misst die Temperatur, also wird die Temperatur gesteuert sein. Das ist also ein kleiner Sensor, ist dann an den Lüfter dran. Der misst dann die Temperatur im Gehäuse. Und wenn die Temperatur halt ansteigt, dann dreht er halt nach oben. Aber es bringt den Lüfter ja nichts, weil der ja nicht direkt an den Kühler angebunden ist. Das System ist insgesamt viel zu ineffizient. Während es bei den kleinen Riffelblech da schon eben zu Hitzeproblemen kommt, weil das Ding ja nicht viel fressen kann an Hitze, steigt natürlich dann die Temperatur von dem gesamten Gehäuse. Das ist ein höchster Kreislauf. Ich meine, bei der Abwärme von der Hitze, die im Prozessorkern entsteht, bis hin zu den Kühlungsschlitzen aus dem Gehäuse raus in die frische Luft. Der Weg muss mit einem möglichst niedrigen Wärmeleitwiderstand passieren. Und was haben wir hier? Hier dazwischen Luft. Da ist Luft, normale Luft ist da hier der Überträger der Wärme. Das ist das Mieseste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Wirklich, da hätten die auch den kompletten Kühler mit Bauschaum einschäumen können. Das hätte den gleichen Effekt. So, jetzt hat er halt da auch gesprochen. Er hat halt so eine kleine Werkstatt, der repariert halt Geräte. Dass der jetzt reihenweise halt Notebooks reinkriegt, die halt einen durchgebrannten Prozessor mit sich bringt. Das ist für mich kein Wunder. Braucht man sich bloß zu warten. Man kann den nicht ewig mit Überhitzung, kann man den nicht ewig laufen lassen, so ein CPU. Der krepiert halt irgendwann. Das dauert dann teilweise, also ist nicht so, dass ein CPU Schnips macht und dann ist das Ding weg. Das dauert teilweise, der läuft eine Weile lang mit zu hohen Temperaturen, die werden dann irgendwann immer höher und dann ist der halt Schnips erst weg. So muss das aussehen. Natürlich muss der Kühler in der Größe angepasst werden, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt noch einen größeren CPU. Aber hier hat sich Dell wahrscheinlich ein bisschen Gedanken gemacht, weiß, was für ein CPU die verbaut haben. Gesagt, okay, die Kühlleistung hier, die ist angemessen. Der Kühler kann so und so viel, kann der halt abtransportieren an Wärme. Und so kann man das Ganze hier solide betreiben. Das Notebook ist hier natürlich ein bisschen älter. Aber bei dem hier sehe ich einfach nur eins, nämlich dass Apple trotz des völlig absurden Verkaufspreises unglaublich gespart hat. Ich meine, hier ist ja schon, dass man die Hardware ja überbezahlt. Die kriegt man woanders günstiger. Man kauft ja das Notebook in den festen Glauben, dass die Verarbeitung und Auswahl der Komponenten hochwertiger ist als bei der Konkurrenz, um diesen Preis zu rechtfertigen. Man will ja hier nicht den Apfel bezahlen oder den Hype. Nee, aber stattdessen ist es genau andersrum. Apple schlachtet seine eigene Community aus, indem die hier auch noch an einer Kühllösung sparen. In dem Zusammenhang verlinke ich euch auch noch ein Video, wurde mir vorgeschlagen, auch vom gleichen, vom Rossmann. MacBook BIOS Guide Lewis Recommendation List. Also das sind MacBooks, die er sozusagen empfiehlt. Allerdings, was das ist. Das hat er jetzt, ich lasse ich wortwörtlich, das Video ist auch in Englisch. Aber er sagt da so, wenn er unter vorgehaltener Waffe ein Notebook von Apple empfehlen müsste, dann hat er halt eine Liste. Also,
Er ist kein großer, also sagen wir mal, so die Meinung, die ich über Smartphones von Apple habe, hat er halt eine Meinung dann über die Notebooks von Apple. Also falls ihr Erfahrungen habt, ich meine, dieser Kunde hat 1,2 Millionen Abonnenten und erklärt das auch alles wirklich sehr fachmännisch, schenke ich schon ein gewisses Vertrauen, weil er hatet ja nicht einfach nur, sondern begründet wirklich alle seine Entscheidungen und alle seine Empfehlungen. Und ihr seht ja, ich war erst bei 12,55, musste dann das Video irgendwann mal starten, ist es jetzt eh schon wieder viel zu lang. Deshalb würde ich euch mal empfehlen, also für mich tun sich hier ganz neue Notebook-Welten von Apple auf. Viel krassere Fehler. Ich habe auch mal von Zuschauer, Dr. Johnson aus dem Forum hat mir das, glaube ich, geschickt. Der hat mir mal so eine Auflistung gezählt mit den ganzen Sicherheitsmängeln von iOS. Oh, meine Güte, der kommt ja fast jedes Quartal, kommt da ein neuer Bericht. Wird jetzt nicht unbedingt immer so krass hochgespürt. Ich glaube, Heise oder sowas, irgendeiner bringt das mal regelmäßig. Sicherheitsmängel bei iOS, die werden natürlich dann auch früher oder später auch mal gefixt. Aber wer hier dachte, iOS, mit dem fährt man hier absolut und komplett sicher, auch weit gefehlt, müsste ich eigentlich noch mal ein Video machen, komme ich allerdings nicht dazu. Ich hänge unglaublich hinten dran, fast 2 Wochen. Aber ich will auch immer mal, ich habe auch selbst immer mal Bock, irgendwas anderes zu machen, wie sowas hier, so ein kleines Labervideo, anstatt einfach nur am Band über die Produkte durchzubälzen. Das hier auf jeden Fall sehr spannend, danke der Zuschauerin. Weiß nicht, ob sie den Namen nicht erleben darf, deshalb mache ich es an der Stelle mal nicht. Wie gesagt, ich verlinke euch die beiden Videos mal als Quellen, aber ich sage es euch so, wie es ist. Ich kenne mich mit Kühler Design wirklich ganz gut aus. Da bin ich kein unbeschriebenes Blatt. Und das hat mich erstmal wirklich schockiert, als ich das hier gesehen habe. Ein Riffelblech. Bei den billigsten zusammengeschossenen eBay-Rechnern habe ich noch nie so eine billige Kühllösung gesehen. Wie es bei den China-Notebooks ist, weiß ich nicht. Aber hier hat man auch eine gewisse Leistung, die man abgreifen möchte. Und wenn ich jetzt 160 Euro für ein Notebook ausgebe und da ist irgendein Luschen-SoC drin, der eh nicht besonders heiß wird, dass das Ding nicht stiefert, dann mag das irgendwo noch so ein bisschen zusammenpassen, sage ich jetzt mal. Aber bei einem Notebook, was so teuer ist und so einen Ruf genießt, ist ein Riffelblech mit einem weit entfernten Lüfter, der kaum noch irgendwelche Effizienz aufweist, finde ich, wow, also. Apple spart hier die eigenen Produkte tot. So wie das halt gebaut ist, sterben die dann halt nach 2 oder 3 Jahren Hitze tot. Also wenn die Gewährleistung sozusagen rum ist, die können die Dinger nicht ewig halten. Zumal die Wärmeleitpaste ja auch irgendwann ein bisschen eintrocknet. Das senkt nochmal den Wärmeleitwiderstand, oder genauer gesagt, es erhöht den Wärmeleitwiderstand zwischen CPU und dem Kühler, was die Ineffizienz des gesamten Kühlsystems nochmal herabsenkt. Runtertakten hilft nicht immer, der taktet ja nicht auf Null, der hat ja dann irgendwie Minimum. Ja, dann stirbt das Ding halt irgendwann weg. Also, ich weiß, bei euch gibt es ja immer welche, die kennen sich unglaublich damit aus, haben vielleicht auch schon selbst solche Dinge auseinandergenommen. Ich nicht. Würde ich unglaublich gerne machen. Fehlt mir natürlich die Kohle, dass ich mir jetzt irgendwie MacBook ein aktuelles mal ranhole und das Ding aufmache. Ist auch die Gewährleistung dann weg. Aber ihr, also, weiß ich, ne? Aber seid sanft mit mir, falls mir hier Fehler unterlaufen sind. Ich verlinke euch die Quellen unten wie immer in der Videobeschreibung. Ich hoffe, ihr fandet es hilfreich. Ansonsten gespoilert, Elephone E10 ist heute aufgeschlagen, kommt dann als nächstes als Kurztest. Dürfte dann das nächste Video werden, setze ich mich auch direkt demnächst bald und so dran. Wir sehen uns in diesem Video und zu allen anderen hoffentlich wieder. Unten in der Videobeschreibung gibt es zahlreiche Möglichkeiten, mich zu unterstützen. Und es gibt ein neues Video, Rätsel mit Samin, am Montag, glaube ich, rausgekommen oder am Sonntag. Neue Folge, ist super lustig geworden, könnt ihr euch reinziehen. Zweitkanal ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich habe heute ein neues Lockpicking-Video hochgeladen. Da habe ich ein Schloss von Masterlock habe ich gepickt. Lockpicking, super spannendes Thema, also das gewaltfreie Öffnen von Schlössern. Allen möglichen Schlössern. Super spannend, zieht euch rein. Wie gesagt, alles in der Videobeschreibung. Zieht euch die Videobeschreibung rein. Bis zum nächsten Video. Ciao.